So, ja, grüßt euch. Ja, ich mache hier ein kurzes Video. Das hier tun wir mal kurz auf die Seite, das stelle ich euch gleich vor. Das hier ist mein Urbani. Ja, das habe ich ja schon mal erklärt in einem Video. Habe ich aus dem alten Küchenmesser gemacht. Ich habe jetzt die Spitze, habe ich in einem von meinen, ich glaube in dem Tag im Wald Video, habe ich das erklärt oder mal kurz gezeigt. Ich habe die Spitze jetzt von gerade ein bisschen abgerundet. Jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Rasiermesserschärfe. Die Wellenschliffklinge ist weiterhin drin. Vorne habe ich die, ja, Spitze, in Anführungsstrichen, schön flach gemacht. Oben habe ich eine Kante reingeschliffen, dass man mit einem Feuerstahl auch wunderbar ja, Funken schlagen kann. Also schön, die war abgerundet. Jetzt ist sie schön kantig. Kann man also wunderbar abziehen. Ja, dann habe ich eine Lederscheide dazu gemacht. Wo man den Feuerstahl auch mit transportieren kann. Am Gürtel tragen oder als Neckknife mit diesem Schlüsselring. Ja, den Griff habe ich umwickelt mit, was ist es, Bast, glaube ich. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Also mit einer natürlichen Schnur, die ich selber gedreht habe. Waren ziemlich dünne Fasern, die habe ich von Hand gedrillt, dann umwickelt und befestigt, ja. Das Urbani gefällt mir an sich schon mal ganz gut. Ja, war eine nette Arbeit. So zum Testen. Leider hat sich herausgestellt, dass dieses Messer für den Gebrauch im Wald nicht gut geeignet ist. Ja, nun. Nette Arbeit, bisschen verbessert, tu mal weg. Kommen wir hierzu. Ich habe noch keinen Namen für das Messer. War ein Stück Arbeit. Wie ihr seht, habe ich eine Lederscheide gemacht. Das ist Wildleder oder Velourleder. Hinten dran ist eine Gürtelschlaufe. Das Messer hat keine Arretierung, das heißt, es ist frei zugänglich. Und so sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Es ist eine bauchige Klinge geworden mit hier einer flachen Einkerbung, leicht. Ich bin am Überlegen, ob ich die noch weiter nach oben ziehe, aber das werden wir sehen. Auch dieses Messer ist aus einem alten Küchenmesser gemacht. Hier oben habe ich auch wieder abgeflacht, dass man mit einem Feuerstahl Funken schlagen kann. Ja, ist ziemlich dünner Stahl, aber sehr stabil und der Stahl geht komplett durch den Griff durch. Also oben wie unten. Das heißt, es ist aus einem Stück Weißblech da gestanzt worden, dann gehärtet. Oder aus einem Stück Edelstahl gestanzt worden, gehärtet, halt wie die billigen Messer gemacht worden. Hier steht rostfrei Inox, also ist ein ganz normales Küchenmesser gewesen. So sah es mal aus. Also so sah es komplett aus. Das war die gesamte Länge. Da habe ich es rausgeschnitten. Und ja, dann den Schliff gemacht. Ja, ist ganz gut geworden an sich. Ist schön leicht. Sieht relativ gut aus. Ja.
Man kann damit sogar Briefumschläge öffnen. So. Aber den öffne ich jetzt eigentlich bloß, um zu zeigen, dass es auch schneidet. So, jetzt reißt es natürlich, Vorführeffekt. Ja, gut, also ich habe es ziemlich scharf gemacht. Der Schliff ist komplett gezogen, das heißt, ich habe unten keine spezielle Kante, sondern der ganze Schliff hier. Das heißt, es lässt sich leicht auf einem Stein, Granit oder was auch immer nachschärfen, wenn man unterwegs ist. Ja, die Klingenlänge beträgt, wenn man genau misst, 10 cm, wenn man misst wie die Polizei 11 cm. Es ist also im Rahmen des Paragraphen 42a des Waffengesetzes und ja, darf geführt werden. Den Griff habe ich auch habe ich aus dem Restleder, habe ich mir Stücke eben zurechtgeschnitten, eine Schnur gemacht, den Griff umwickelt, nur damit es ein bisschen bequemer in der Hand liegt, der Griff ein bisschen dicker ist. Und damit es halt auch nicht aussieht wie ein Küchenmesser. Ja, das ist mein neues selbstgemachtes Bushcraft-Messer. Ich hoffe, ich komme irgendwann mal dazu, eins zu schmieden. Ich werde demnächst mal auf dem Schrottplatz gucken und schauen, ob ich da eine alte Blattfeder finde. Und dann werde ich mir eine Esse bauen und versuchen, mir ein Messer zu schmieden, und zwar ziemlich grobschlächtig. Ja, das war's von mir bis hier. Ich danke euch fürs Zusehen. In diesem Sinne, Tschüssikowski.